Na gut, also da könnte es nachher auch noch weitergehen. Ne. Und zurück. Und guck mal da lang. Der Rest kann aufrücken. Ups. Da sind schon mal zwei. Warum auch immer ich jetzt, wo ich ihr die schnellen Schuhe gegeben habe und nicht mehr die versteckten Schuhe, ich darauf komme, jetzt sie zu verstecken, weiß ich auch nicht. Aber okay, hier sind nur zwei. Aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn, mit so einem Dieb auch mal unsichtbar zu werden und sich voraus zu bewegen, um zu gucken, was da los ist. Hm? Na gut. Also da sind zwei Ghule. Der Rest interessiert erstmal nicht. Wir bringen die zwei Ghule um. So, alle Mann dahin. Und Immun pinkt die gleich mal an. Mit dem Feuerballpfeil. Nein. Ping. Lasst sie durch, lasst sie durch. Ich sagte, lasst sie durch. Alle da drauf. Ihr auch. Da verschwenden wir keine Zauber. Kein Festhalten bitte. Das würde uns ein Magiebrechen kosten. Nee, nee, nee. Immun weg da. Und trink gleich mal einen Heiltrank. Davon haben wir jetzt ja genug. Okay. Sind hier oben wieder... Ja. Ich sag ja, es wird langsam echt berechenbar. In jedem Raum sind entweder Pilze oder ein Schleimbot, den man anklicken kann. Oh, Frostriesen war Khalid, ne? Ja. Der Charakter ist zu weit entfernt. Das können wir ändern. Flitz mal zu Khalid. So. Also da unten geht's lang. Werden wir unsichtbar. Oh, ganz viel Schleim. Na gut, darüber. Ein Ghoul. Mehr Schleim. Dubiose Wände. Irgendwas, was man anklicken kann. Hm. Na gut, alle Mann dahin. Und du machst mal Hast auf die Gruppe. Immun tritt aus dem Schatten heraus. Nee, das wollte ich nicht. Geh mal dahin. Ah, na gut. Dann kannst du noch gleich über den Schleim ziehen. Und ihr bleibt bitte auf dem Trockenen. So. Und wieder vor. Obwohl, jetzt können auch alle mal dahin gehen, damit Immun nicht so weit zurücklaufen muss. So, du bist immer noch sichtbar. Schon besser. So, was ist da drin, wenn man da so weit... Oh, ein Feuerballstab. Und Feuerballtrank. Aber jetzt solltest du echt... Ich sag zwar immer, das ist nur ein Schaden oder so, aber wenn er lange genug drauf bleibt... Hm. Ah ja, und das mit dem Sie und Er ist nicht beabsichtigt. Es rutscht mir nur immer wieder raus. Weil sie ist ja eine Sie, aber dank des Gürtels jetzt ja wieder nicht. Und dann weiß ich manchmal nicht, was ich sagen soll. Und allgemein denke ich beim Let's Play nicht besonders viel nach, bevor ich rede. Aber das merkt man ja auch anscheinend. So, du Heilung. Und gib mal den Stab ab an Dünner hier. Und den bist du weg. Das da kriegt er, das kriegt Dünner hier. Das ist bei Dünner nämlich wesentlich besser aufgehoben. Und wir müssen ein paar mehr Feuerbälle verbraten. So, Kugeln plus 1. Und Flitz, Flitz. Na komm, na komm. Ja, komm. Und zurück. So, den Feuerballtrank hatte Jahira, ne? Jo. So, wir haben ein gutes Stück geschafft. Das wird wohl das Ende von dem Gebiet hier sein. Also ist hier entweder irgendwas Wichtiges oder wir müssen ganz zurück dahin und gucken, was hier ist. Aber erstmal speichern wir richtig ab. LP
98. Jo, gehen wir doch da mal. Okay. KI ist immer noch aus. Schön. Immun aus dem Weg. Wo ist Minsk? Da steht er nicht gut. Du geh mal dahin. Du bleib da stehen. Du da so hin und Jahira auch nach hinten. Dann ist hoffentlich der Weg blockiert, außer Immun blockiert Minsk. So. Und alle auf den da. Und du, magische Geschosse, auf den da. Und du, Flammenstrahl, auf den da. Und KI kann wieder an. Ah, Minsk ist schon... Nee, ne? Große Heilung auf Minsk, die wir nicht mehr haben. Die müssen jetzt schnell sterben. Schieß, schieß, da drauf. Du... Magische Geschosse, da drauf. Lasst Minsk in Ruhe. So. Alle auf den da. Flammenschlag auf den da. Die kleine Heilung macht keinen Unterschied mehr. Da töte ich lieber schneller, anstatt 6 Lebenspunkte zu bekommen und gleich 10 wieder zu verlieren. Festhalten auf den da. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ja, genau, Ziel wechseln. Super Idee von euch, Jungs. Oh, ein sprechender Ghoul. Ihr seid also an diesen verdammten Ort gelangt? Dummköpfe, die ihr seid. Uns zum Scheitern verurteilt obendrein. Wir haben gerade deine Jungs umgebracht. Aber gut. Willkommen bei den Verdammten. Ihr werdet hier bleiben. Jawohl, das werdet ihr. Ich bewache den verwitterten Körper von diesem Dummkopf Durlag. Weil, naja, hier gibt es nicht viel anderes zu tun. Oh, er hat also den Körper. Vielleicht ist deswegen hier so viel los. Weil Durlag halt sauer ist, dass sein Körper entweiht wurde. Was für eine Art Bestie seid ihr? Sprecht, arme Kreatur. Arme Kreatur? Arme Kreatur? Ich brauche kein verdammtes Mitleid. Ja, das hört sich ein bisschen verbittert an. Dieser Ort ist ein ewiges Grab für die Opfer längst vergessener Schlachten. Und ihr zeigt Mitleid? Selbst unverdreht würde ich lachen. Doch nun hasse ich sogar. Ihr, der ihr hier geht, wie ich es tat. Ihr werdet fallen, wie auch ich fiel. Durch einen ebenso unvorstellbaren Feind. Buh? Der einzige Unterschied wird sein, dass Durlag nicht hier sein wird, um den Sieg für sich zu beanspruchen. Auch wir haben gegen Dämonen gekämpft. Auch wir. Die Legende kennt jedoch nur ihn, nicht die untoten Mitkämpfer. Ein unvorstellbarer Feind? Wovon sprecht ihr? Ein so mächtiges und großes Übel, dass es nur Dummköpfe verfolgen und bekämpfen. Ein wirklicher und furchterregender Tanari. Seinen Namen nehmt nicht in den Mund, es sei denn, ihr wollt seine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Er treibt schon seit langer Zeit sein Unwesen, schon lange vor dem Fall des Turms. Wir kämpften zusammen mit Durlag, um das Böse einzuschließen. Sein Streich war erfolgreich, unsere Seelen waren verloren. Wir müssen hierbleiben, in nicht zu erlösenden Übel verwandelt, dennoch Helden und nicht zu töten, eine grausame Barmherzigkeit. Durlag wurde Legende und uns bemitleidet man. Nehmt euch in Acht vor dem starren Blick, er ist nicht starr und leer, sondern ein Blick in eure eigene Seele. Ja, wir könnten sie einfach umbringen, was man doch machen sollte mit Untoten. Aber... Ich wünschte, ich könnte euch helfen und euch Hoffnung machen. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, bevor ich gehe? Etwas tun? Nichts könnt ihr tun. Ihr könnt nichts tun, außer... Ihr könnt meinen Namen von diesem Ort mitnehmen. Nehmt die Erinnerung an die Schlacht und meinen Namen mit. Dann werde ich befreit sein vom Schatten Durlags und dieses verdammten Dämons. Kämpft nun, auf dass ihr die Wahrheit sprechen könnt, dass die Schlacht fürchterlich war. Ihr werdet die Erinnerung von hier mitnehmen. Und er greift an. Ha, na gut. Aber wenigstens können wir seine Seele retten, wenn wir den Namen, den er uns nicht genannt hat, mit hier raustragen. Aber erst müssen wir vor Minsk gehen. Das dürfte nicht schwer sein, er ist eh hinten.
ganzen Herzen bei der Sache. Und er bewegt sich nicht? Doch. So, gucken wir mal, wie stark er ist. Seine Freunde sind ja tot. Weil mit seinen Freunden zusammen wäre das garstig geworden, denke ich mal. So, du, Flammenschlag, da. So weit, so gut. Nee, du gehst nicht auf unsere Fernkämpfer. Ich kann dich zwar nicht davon abhalten, aber tu es nicht. Flammenstrahl. Ja, na also. 5000 Erfahrungspunkte. Grael hieß er. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich Minsk brauchen, um die Leiche mitzunehmen. Wenn er denn wirklich die Leiche bei sich trägt. Und die nicht hier irgendwo verscharrt ist in so einem Pilz. Immerhin, guck mal den Pilz danach. Oh. Auch wenn die wahrscheinlich nicht brauchen können, aber... Oh. Ja, Rüstungsklasse 8. Nö, danke. Minsk, werd mal geheilt. Auch wenn es nur eine kleine ist. Du hast gar nichts mehr. Na gut, guck da rein. Keine Leiche von Durlak. Außer Durlak ist ein Stein geworden. Was ist das? Kompass Schlüsselstein. Was genau hat er gesagt? Er hat gesagt, er bewacht die Leiche von Durlak. Vielleicht bewacht er sie dadurch, dass er den Schlüsselstein aufbewahrt, mit dem man da reinkommt. Also da rein. Oder da rein, was zum selben führt. Vielleicht ist da die Leiche irgendwo aufgebahrt. Mit dem Schlüsselstein kommen wir dahin. Ja, ist gut möglich. Und hier ist sonst nichts mehr. So, dann schlafen wir erstmal. Schön, schön. Überraschend wenig Überfälle in letzter Zeit. Aber wir haben uns ja auch schon gut durchgekämpft durch dieses Level. So, du heilst dich. Du heilst Minsk. Du trinkst einen Trank. Du heilst dich. Und du trinkst noch einen Trank. Und du auch. Und hier schlafen wir. Obwohl, wir werden nicht schlafen können, weil gerade die Animation noch durchgeht. So, jetzt schlafen wir. Na, was habe ich gesagt? Warum habe ich es gesagt? Na gut, stirb schnell, halt niemanden fest. Genau. Ausruhen. Gut. Und abspeichern.